I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Das machen wir auch alle so ein bisschen. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle zuschaut. Wir haben jetzt liebe Grüße auch Richtung Anhalt. Jan Bernd Peters kommt auch zu. Jan Bernd ist auch da. Moinsen, Leute. Ja, von mir, von meiner Couch. Wir haben Pfingstmontag. Genau. Wer dieses Video seht, ist brandaktuell. Wir haben es jetzt. Moment. 14.33 Uhr. Ja, ich gucke Hasmoor im Livestream bei Floating Finish. Ja, da hat den Grund, ich muss heute Abend noch los. Ja, mein Urlaub ist ja nun auch gecancelt, hat private Gründe. Also geht euch das nichts an. Warum, weshalb und weswegen. Ja, von der Couch. So. Ja, wie schon gesagt, Urlaub abgesagt. So, und wenn ihr jetzt mal drauf achtet, kennt ihr diese Ecke eigentlich mit dem Schreibtisch? So. Der Schreibtisch ist gestern von da nach da gewandert. Hat die Bewandtnis, der Fernseher stand immer da, Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. War kacke. Deswegen ist er jetzt da hingewandert. So, und wenn ihr jetzt mal auch drauf achtet, außer dass der momentan so null aufgeräumt ist, seht ihr weder Kamera noch Mikrofon. Es sind momentan auch ab Herbst keine regelmäßigen Streams geplant. Das Setup ist erstmal abgebaut seit gestern. Ob so bleibt, weiß ich nicht. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe momentan zum Livestream, null Motivation. Im Moment. Liegt nicht an euch. Es ist einfach so. Ich gehe gerade durch, ja, ein kleines Tief. So. Und der andere Grund ist, warum der Schreibtisch da steht und nicht mehr da, wegen Platz. Habe ich ja gerade erklärt. Und es sieht so halt besser aus. Und man hat so, jetzt sieht man das erste Mal mein Wohnzimmer komplett. Hat man einfach mehr Platz zum Laufen. Und. Genau. So, kommen wir jetzt mal zum nächsten. Und eigentlich zum wichtigsten Thema, wo ich euch aufklären wollte. Und zwar Kanalmitgliedschaften. Ja, die Kanalmitglieder, die da sind, die wissen, es gibt Night Bandit Folgen jedes Wochenende. Heute kamen alle vier heute, weil ich das Wochenende unterwegs war und auch viel zu entwerfen hatte für Kaki, also für Kaltenkirchen und so weiter. Und dafür euch jetzt auch nochmal eine Info: Kaltenkirchen bin ich da und Bockhorn bin ich da. Tut mir bitte einen Gefallen, was die beiden Veranstaltungen betrifft oder betreffen. Es wird das nicht so wie letzten Jahr geben, dass ich mir für meine Fans, für meine Follower und so weiter, werde ich mir dieses Jahr keine Zeit nehmen. Ich bin mit einer Gruppe da, wir sind mit einer Gruppe da. Und da werde ich mir dieses Jahr die Zeit nicht nehmen. Ihr könnt regelmäßig gerne vorbeikommen, gerne ansprechen. Wir können ein bisschen klönen. So, und abends, wenn das denn so in die späteren Stunden geht, könnt ihr euch auch gerne bei uns dazusetzen. Aber dass ich mir jetzt die Zeit nehme, mich nachmittags mit euch hinzusetzen, seht mir das bitte ein bisschen nach. Nein, weil ich habe andere Verpflichtungen, zumindest in Kaki. Im Bockhorn können wir nochmal drüber reden. Aber in Kaki wird es dieses Jahr nicht geben. So viel dazu. Ja, Kanalmitgliedschaften wieder zurückkommen. Momentan sehen alle Kanalmitgliedschaften die Night Bandit Folgen und die alten Italian Driver Folgen. Das wird auch so bleiben. So, aber wenn die Zeit abgelaufen ist, ich muss mal meinen Fernseher leiser machen, weil ich nehme nochmal MIDI Mod auf mit der Elva. Aber wenn diese Kanalmitgliedschaften ausgelaufen sind,
wird es für die Kanalmitgliedsstufe 1, das ist glaube ich kleine Ladung heißt sie glaube ich, wird es da nichts mehr Neues geben. Das Einzige, was ist, sie können die Night Bandit folgen und die Tyrant Driver folgen weiter gucken, aber für die kleine Kanalmitgliedschaft, für die kleine Ladung, wird es nichts Neues geben. Dafür wird es jetzt aber interessant, ab Stufe 2 Teilladung. Die sehen natürlich weiterhin Italian Driver und Night Bandit. Und es wird ein neues Format geben. Das wird heißen Andis Welt. Gibt es da schon eine Folge für. Dann nehme ich euch mal bei privaten Sachen mit. Oder wenn ich mal irgendwie zu Oldtimer-Treffen fahre mit. Oder ich dahin fahre oder hierhin fahre. Oder mal irgendwas entwerf. Oder mal Video schneiden und. Das wird das geben ab den 1. Juni. Nee, ab 1. Juli, also in etwas mehr wie 4 Wochen, also 6 Wochen, fängt das an, wo ich allen die Kamera, also Exklusivmaterial halt, dann mitnehme. Ich sage ja mal private Sachen. Das kann alles Mögliche sein, so alles rumherum. Um YouTube, um mein Leben und. Das kommt ab Teilladung. Und dann kommen wir zur 3. Stufe. Das ist die Komplettladung. Bei der Komplettladung habt ihr alles plus ein Video, was fertig ist und schon hochgeladen ist. In der Woche könnt ihr gucken, das wähle ich dann aus. Das können die Kanalmitglieder mit der großen Mitgliedschaft schon vorweg gucken. Vielleicht auch alle drei. Mal gucken, auf jeden Fall eins. Brandexklusiv könnt ihr denn gucken. Weil meistens ist es so, die Videos kommen eine Woche versetzt. Meistens ist es so, wenn ich sie fertig schneide, habe ich an dem Tag auch den letzten Take gemacht, habe zu Ende geschnitten, habe es hochgeladen. Genau. Und da können die mit der großen Mitgliedschaft, mit der Stufe 3, mit der Komplettladung, können die das gucken. Wieso klingelt jetzt mein Telefon? Egal, rufe ich gleich zurück. Ist nicht wichtig. Ja. So viel denn zu den Kanalmitgliedschaften. So, und dann ist es so, was ich euch denn jetzt auch noch sagen wollte. Es warten immer viele, dass ich mich zu einem bestimmten Thema äußere. Die meisten wissen warum. Die haben es auch in den Kommentaren gelesen. Nein, da äußere ich mich nicht zu. Ganz einfach, zu Punkt 1 habe ich damit nichts zu tun. Zu Punkt 2 weiß ich da nichts drüber und zu Punkt 3 geben wir es am Arsch vorbei. So wieder zu dem Thema. Ich weiß, es wird immer darauf gewartet, dass ich mich zu äußere. Glaubt es oder nicht, ich habe damit nichts zu tun. Ich weiß nichts darüber und es ist mir scheißegal. So, und mehr sage ich dazu auch nicht. Was ich jetzt zu euch sage ist, ja, einen schönen Abend noch, weil es ja jetzt für euch 18 Uhr. Ich werde jetzt noch weiter den Stream aus Hasmor gucken, auf Floating Finish. Ja, ich wünsche euch dann schon mal einen schönen Wochenstart. Mittwoch kommt ein stinknormales Video. Ja. Das Video werde ich gleich da einhacken und schneiden und dann schon mal hochladen für heute Abend. Ja, ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Falls ihr Urlaub habt, einen schönen Urlaub. Was immer ihr macht, diese Woche, viel Spaß, fahrt vorsichtig, halt die Stoßstange sauber, bleibt mir treu, schließt die Kanalmitgliedschaft ab, es wird sich demnächst richtig, wirklich richtig, richtig lohnen, es wird exklusives Material sein. Ja, genau, da bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, tschö mit Ö, ciao mit V, wiederschauen und reingehauen.